neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes, des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Gläubige, seid willkommen, die euch an diesem Samstagmorgen aufgemacht habt, dass wir jetzt Christus, dem Licht des Himmels, begegnen. Wir gedenken heute mit der Kirche Österreichs des seligen Kaiser Karls. Er ist in St. Pölten, Bersenbeug, um 1887 geboren. 1911 heiratete er Zita von Habsburg, wie sie dann hieß. Mit seiner Ehefrau und den Kindern führte er ein beispielhaftes Familienleben, eine wahre Hauskirche, trotz aller öffentlicher Ämter, die er begleitete. 1916, während des Ersten Weltkrieges, wurde er zum Kaiser von Österreich und König von Ungarn gekrönt. Er versuchte in all diesen politischen Wirren, in allen Leiderfahrungen des Krieges, so gut es ging, die Gerechtigkeit Gottes hochzuhalten, auch zu lindern, was zu lindern war, natürlich. Aber auch er den politischen Intrigen und Wirren ausgesetzt in der Anbetung, in der Verehrung der Heiligen Eucharistie und mit Maria an seiner Seite in einer tiefen Marienfrömmigkeit lebte er sein Leben. Sehr bemerkenswert, dass ein solcher Mann aus der Politik als selig jetzt für die Kirche hingestellt wird, als Mensch, der versucht hat, den Glauben in seinen Verantwortlichkeiten zu leben. Sind wir dankbar über dieses Zeugnis? Der Erfolg eines Menschen fällt immer in die Umstände, in die er hineingeboren ist. Aber das gute Bemühen, das liegt an einem selbst. Freuen wir uns mit ihm, er möge Fürsprecher sein für uns, für Österreich, für die Erneuerung im Glauben. Herr Jesus Christus, du bist zu uns gekommen, um uns das Licht des Himmels zu zeigen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Aus deinem Tod strömt uns das Leben. Christus, erbarme dich unser. In deiner Auferstehung tut sich für uns die Zukunft auf. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünde nach und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast den seligen Karl durch die Widrigkeiten dieser Welt von der irdischen Herrschaft zur Krone des Himmels geführt. Gewähre uns auf seine Fürbitte hin, dass wir deinem Sohn und unseren Brüdern und Schwestern dienen und zum ewigen Leben gelangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Apostel Paulus sagt uns, welchen Kampf wir wirklich zu bestehen haben. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn.
Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Halleluja, halleluja. Alleluia, 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 Alleluia. So spricht der Herr: Ein neues Gebot gebe ich euch. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Halleluja, halleluja, halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: Viele werden zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten: Ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Felsen gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, die ihr da seid, diese heutigen Worte Jesu stehen am Abschluss seiner großen Bergpredigt, seiner neuen Lehre, die er für die Menschheit, für seine Jünger zunächst und dann alle, die durch die Jünger davon erfahren, gehalten hat. Er beginnt mit dem Alten Testament,
Er holt das Wahre, das Gute aus dem Alten Testament hervor, aber er sagt immer gleich dazu, mit mir ist das Neue gekommen. Jetzt könnt ihr Gott erkennen, wie ihn noch nie jemand erkennen konnte. Jetzt beantwortet Gott alle Fragen dieser Welt, auch die schweren. In mir ist der Himmel sichtbar und offen, erlebbar und erkennbar. Da merken wir schon, welche Wucht wir in unserem christlichen Glauben haben. Diese Erkenntnis Gottes, des Unsichtbaren, den keiner je gesehen hat, konnte nur der bringen, der, so heißt es in der Bibel, am Herzen Gottes ruht, sein Sohn, zweite göttliche Person, die aus ihm hervorgeht. Er ist aus dem Grund vom Himmel zu uns gekommen, um uns dieses Wissen über unsere Zukunft zu eröffnen. Das ist eine unglaubliche Gnadengabe Gottes. Überhaupt der Punkt, auf dem der ganze Plan Gottes mit uns Menschen ruht. Das war immer schon klar. Nur dadurch, dass er selbst auf diese Weise kommt, kann er uns Menschen in der Freiheit, ohne uns zu zwingen, hinführen zu seiner ewigen Glückseligkeit, seinem ewigen Geliebtsein. Das ist einmal der Rahmen, in dem sich unser heutiges Wort begibt. Und da kriegt man direkt Interesse, jetzt zu fragen, was hat er denn da alles gepredigt bei seiner Bergpredigt? Eine lange, lange Rede. Begonnen hat es mit den Seligpreisungen. Und enden tut es eben so, dass er jetzt sagt, es genügt nicht, dass ihr mich jetzt gehört habt. Wer danach handelt, wer sich jetzt danach richtet, wer das jetzt so sich bemüht zu leben, der bekommt sein Leben auf einem Felsen gebaut, auf einem Fundament, das durch nichts zerstörbar ist. Und das erleben wir in diesen Tagen, dass wir dieses Fundament brauchen und dass wir dieses Fundament aber auch haben. Und er macht das ganz deutlich mit diesem Vergleich in den Stürmen, die über uns kommen können in dieser Welt und gekommen sind, da feststehen dürfen in der ewigen Wahrheit Gottes, der Unzerstörbarkeit Gottes. Das ist es, was er uns bittet. Da brauchen wir gar nicht mehr weiterdenken, gar nicht mehr überlegen, das zweite Beispiel, ob wir die Worte zur Seite schieben sollen und was anderes suchen, auf einen anderen Boden bauen. Natürlich nein. Wir haben die Gnade durch unsere Vorfahren, dass wir dieses Wissen erhalten haben bei uns und wir wollen jetzt auch so leben. Benjamin möge uns hier ein Fürsprecher sein, auch ein Zeuge, dass in Gott alles gehalten ist. In Jesus, dem Auferstandenen. Amen. Bringen wir unsere Bitten vor Gott. Herr Jesus Christus, du hast uns erlöst und befreit. Zu dir rufen wir aus der Enge unserer Welt. Wir beten für die Menschen in den Krisenregionen dieser Welt, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Wir beten für alle Christen, die die Bekenntnisse anderer Menschen respektieren. Erhöre uns, Christus. Wir beten für alle Suchenden, die in ihrem Leben über deine Botschaft nachsinnen und zu keinem Bekenntnis kommen. Erhöre uns, Christus. Wir beten für alle Kranken und Leidenden, die deine Nähe nicht spüren. Erhöre uns, Christus. Wir beten für die Verstorbenen, vor allem für jene, die um ihres Glaubens willen getötet wurden. Erhöre uns, Christus. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen. Die junge ÖVP für verstorbenes Mitglied und Freund Benjamin Aumeier. Erhöre uns, Christus. Denn du hast uns berufen
in deine befreiende Nähe. Höre das Beten deines Volkes, schenke der ganzen Welt die Erfahrung deiner Barmherzigkeit durch Christus unseren Herrn. Amen. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Von guten Mächten wunderbar geboren, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und still die Kerzen heut entflammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Wir, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir bringen unsere Gaben zu deinem Altar, nimm sie an und schenke uns jene Hingabe des Herzens, mit welcher du deinen seligen Karl begnadet hast. Reinige unseren Sinn und entzünde unsere Liebe, damit wir das Opfer deines Sohnes so feiern, wie es dir wohlgefällig und für uns heilsam ist. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Lasst uns miterleben, wie Christus durch den Sturm seines Todes geht und uns damit die Ewigkeit erschließt. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, himmlischer Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Die Schar der Heiligen verkündet deine Größe, denn in der Krönung ihrer Verdienste krönst du das Werk deiner Gnade. Du schenkst uns in ihrem Leben ein Vorbild, auf ihre Fürsprache gewährst du uns deine Hilfe und gibst uns in ihrer Gemeinschaft das verheißene Erbe. Ihr Zeugnis verleiht uns die Kraft, im Kampf gegen das Böse zu siegen und mit ihnen die Krone der Herrlichkeit zu empfangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 heilig ist der Herr.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem seligen Karl und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns
wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Und das bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deiner barmherzigen Liebe, die wir in deinem Mensch gewordenen, auferstandenen Sohn schauen und erfahren können. Und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger mit geheilten Wunden und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist, in der heiligen Kommunion. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede in eurem Herzen, in eurer Familie, in unserer Welt, der Friede Jesu des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt euch das Zeichen Christi, Versöhnung und Frieden. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unseres. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer auf meine Worte hört und sie befolgt, ist ein vernünftiger Mensch.
So spricht der Herr, in allen meinen Prüfungen seid ihr bei mir geblieben. Darum vererbe ich euch das Reich. Ihr sollt in meinem Reich mit mir an einem Tisch essen und trinken. Zum Dank. Kaiser Karl hat in guter österreichischer Tradition die Mutter Gottes immer schon als Helferin in allen Lebenssituationen erkannt. Singen wir auf der Seite 28. Maria, breite Mantel aus, mach Schirm und Schild. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes, am Gedenktag des seligen Kaiser Karl haben wir uns zum Lob deines Namens versammelt. Schenke uns durch den Empfang des Leibes und Blutes deines Sohnes das Unterpfand jener Vollendung, die du allen verheißen hast, die dich lieben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich danke euch für euer Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe. Der Samstag ist der Tag des Wartens, der Tag der Ruhe, bis wir hineingehen können in die Freude des Sonntags, des Auferstehungstages. Empfangen wir dafür den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die euch anvertraut sind, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Amen.